ist ja zumindest der sogenannte Schicksalstag der Deutschen. 1988 zum Beispiel ermordete Jack the Ripper sein wahrscheinlich letztes Opfer. Und 1918 wurde gleich zweimal eine deutsche Republik ausgerufen. 1923 hat dann der Hitler-Ludendorff-Putsch nicht ganz so funktioniert. Und 1989 die Mauer. Aber viel interessanter, was war eigentlich 1938? Die Reise für Roma. Und deswegen stehen wir hier. Um den Opfern zu gedenken, die zu Tausenden aus ihren Häusern gezerrt, misshandelt und verschleppt wurden. Ich möchte Ihnen zunächst etwas über das Schicksal von Bertha Reichenbach erzählen, die bis vor 77 Jahren in diesem Haus hier lebte. Geboren 1888 unter dem Namen Rach, wohnte sie später als Kriegswitwe mit Einsitzrecht hier in der unteren Marktstraße 3. Ihre Brüder Ludwig und Karl verkauften schon vor 1939 all ihren Besitz in Großumstadt und zogen nach Frankfurt. Der Bruder Gustav und sie blieben in Großumstadt. In der Reichspogromnacht wurde Bertha Reichenberg halbnackt aus ihrem Haus geprügelt und flüchtete daraufhin nach Frankfurt. Nachdem ihre Brüder nach Lodz und Buchenwald deportiert und ermordet wurden, verschleppte man Bertha am 22.11.1941 im Zuge der dritten großen Deportationswelle aus Frankfurt in Richtung Riga. Sie wurde am 25.11.1941 in Litauen ermordet. Was unternahmen zu dieser Zeit eigentlich die nicht ideologiekonformen Jugendlichen? Jugendgruppierungen gab es während der NS-Zeit, trotz der Gleichschaltung in Hitlerjugend und in Bund deutscher Medien. Diese jugendlichen Gegenbewegungen sind recht interessant. Deshalb möchte ich Ihnen heute Abend eine recht unpolitische Widerstandsbewegung der NS-Zeit vorstellen, die nicht in Vergessenheit geraten sollte, die Swing-Jugend. Eine unterdrückte Jugendbewegung, die sich in alles Englische, Amerikanische und besonders in die Musik verliebt hatte. Sie tanzten auf der Reihe und fielen auf. Wir tanzen Swing, und zwar nach Noten. Wir singen Hot, das ist verboten. Und wenn die Bulente kommt, dann tanzen wir Tango. Und ist sie wieder weg, dann tanzen wir Tiger Rag. Sangen sie und kleideten sich dabei modern, elegant und vor allem nicht dem NS-Ideal entsprechend. Sie waren im Allgemeinen unpolitisch und doch eine Widerstandsbewegung, die eitel und dandyhaft verweigerte, wo sie nur konnte. Denn sie wollten einfach nur frei und unbeschwert leben. Wahrscheinlich denken schon viele von Ihnen an die nur allzu bekannten Blechschilder, Swing-Tanzen verboten. Obwohl es oft heißt, dass sie eine satirische Erfindung der Moderne seien, steckt hinter ihnen etwas Wahres. Der Swing und allgemein englische Musik war als Negermusik verpönt und spätestens, nachdem sie gänzlich verboten war, setzte auch eine härtere Repression gegen die Swings an. Von Haarescheren, Schulverweisen bis hin zu Arrest und Deportation war alles dabei. Viele Swings kamen dabei in Konzentrationslager mit den Schwerpunkten noch besserungsfähige Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde. Es ist unbekannt, wie viele Swings deportiert worden sind. Doch allein die Tatsache, dass eine Jugendgruppierung, die einfach nur unbeschwert und frei gegen den Strom tanzte, verachtet, unterdrückt und bedroht wurde, ist ein Zeugnis der barbarischen Methoden der nationalsozialistischen Ideologie. So etwas kann nie wieder passieren? Doch. Das tut es. Gerade jetzt zu den Zeiten der sogenannten Flüchtlingsdebatte. Wir hören überall nur noch, ich bin ja kein Nazi, aber Gebrabbel von selbsternannten Politikexperten. Angst vor dem Fremden und Hass gegenüber Fremden herrscht überall. Der Osten Deutschlands hat schon längst einen Reisewarnungsstempel aufgedrückt bekommen. Vorsicht, Fremdenhass. Die Wörter Asylant, Gutmensch, Wutbürger und Lügenpresse hagelt es von allen Seiten. Wir stehen hier mitten im Sturm und suchen eine Antwort auf all diese Fragen. Niemand kann sie geben. Doch wie wäre mal folgendes zwischenmenschliche Experiment? Nehmen Sie einfach mal diese komische Person mit der komischen Kultur, der komischen Lebensart und dem komischen Auftreten an die Hand und tanzen Sie mit ihr in die Freiheit. Sie werden schon sehen, so komisch ist das gar nicht. Thank you.
Thank you.